Der Only for Kids Hilfstransport für Nowosibkow. Während der letzten 2 Jahre habe ich mich beschäftigt mit humanitärer Hilfe für die ehemalige Sowjetunion. Ein Brief von einer Empfängerin unserer Hilfe sagt Ihnen, warum solche Initiativen wie Only for Kids so wichtig sind. Bevor der Film anfängt, möchte ich, liebe Zuschauer, einfach nur aus diesem Brief vorlesen. Liebe deutsche Freunde, vielen Dank für Ihre große Hilfe, die nicht mit Worten zu würdigen ist. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit, da wir jeden Tag uns Sorgen machen, wie wir unsere Kinder ernähren können. Für meine Tochter war ihr Geschenk wie ein Märchen und ein Traum. Mir hat ihr Paket Hoffnung und Optimismus gegeben. Gebe Gott, dass es bei uns auf der Welt weiterhin solche guten und fürsorglichen Menschen gibt. Dankeschön. Wochenendarbeit einmal anders. 35 Tonnen Lebensmittel stehen in der großen Lagerhalle des IBM-Geschäftspartners CompuNet in Kerpen für den Hilfstransport bereit. Engagierte Mitarbeiter der IBM Köln und CompuNet treffen sich freiwillig am Samstagmorgen und haben alle Hände voll zu tun, um die Ware von Paletten in Einzelkartons zu verpacken. Welche Lebensmittel gehen denn nach Russland? Was die Kinder gerne essen. Ob Milchpulver, Corned Beef oder Honig, jedes Teil hat seinen genau ausgetüftelten Platz im Karton. Nach kurzer Zeit sitzt jeder Handgriff und fast alle 5 Sekunden verlässt ein fertiges Paket die Packstraße. Vorausgegangen war eine sorgfältige Planung, damit an diesem Wochenende alles reibungslos verläuft. Am 20. Januar rückt dann das Abenteuer näher. Pünktlich treffen an diesem Montagmorgen die Polizeibeamten der Bereitschaftspolizei Nordrhein-Westfalens mit ihren Fahrzeugen bei der Firma CompuNet ein. Hier stehen uns wieder alle Hilfsmittel vom Gabelstapler bis zur Förderbandanlage zur Verfügung. Dank dieser Ausrüstung, die so manchen Handgriff erleichtert, ist es fast ein Kinderspiel, die 35 Tonnen Lebensmittel, Medikamente und Kinderkleidung unbeschädigt und gut verschnürt zu verladen. Am Nachmittag sind alle 3200 Pakete sicher verstaut und die Polizei-LKWs fahren mit ihrer kostbaren Fracht im Gesamtwert von 230.000 Mark zurück in ihre Standorte. Dienstag, so ist es vereinbart, werden sich alle Fahrzeuge an der Autobahnraststätte Herford treffen. Der Konvoi wird dann zum ersten Mal komplett sein. Nach einem letzten Check-in hebt sich um Punkt 7 Uhr morgens der Schlagbaum der Polizeikaserne in Wuppertal. Im gesamten Team herrscht beste Laune und wir starten mit einem sicheren Gefühl. Ein Führungsjeep, ein Werkstattwagen, ein Begleitbus und insgesamt 8 LKWs werden von nun an geschlossen gen Osten fahren. Durchgeführt wird der Transport von 22 Polizisten, einem Kamerateam und 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IBM Köln. Nach eintägiger Fahrt und Übernachtung in einer Polizeikaserne bei Potsdam erreicht der Konvoi am frühen Morgen des zweiten Tages den Grenzübergang nach Polen bei Frankfurt an der Oder. Problemlos und ohne Komplikationen kann die Kolonne die Grenze passieren. Vor uns liegt die wohl anstrengendste Etappe unseres Unternehmens. Gut 18 Stunden Fahrt quer durch Polen gilt es zu bewältigen. Denn wir wollen an diesem Abend Brest in Weißrussland erreichen. Als Vorbote russischer Kälte empfangen uns überraschend bereits in Polen die ersten Eisschollen, die unseren Fahrern Straßenklette ankündigen. Viel fahrerisches Können und Wachsamkeit werden von nun an verlangt sein. Das ist gerade bei so einem Bus unheimlich schwierig, dann zu fahren, Gas zu geben, weil er doch dann sehr behäbig ist, kann ich mir vorstellen. Gerade bei der Fahrbahn ist das dann, wenn er einmal rutscht, dann ist es wahrscheinlich Sense, oder? Ja, das sehe ich genauso. Zur wohlverdienten Mittagspause fahren wir an einen polnischen Autobahnrastplatz. Schnell ist die mobile Küche aufgebaut und eine mitgebrachte Fertigsuppe heiß gemacht.
Der Stauraum unseres Begleitbusses dient uns als Vorratskammer für die Verpflegung während des gesamten Transportes. Die warme Mahlzeit tut allen gut. Doch zu längeren Verschnaufpausen bleibt keine Zeit. Rasch werden wieder alle Geräte zusammengepackt und die Fahrt geht weiter. Wer kann, holt ein kleines Nickerchen im Bus nach und tankt neue Kräfte. Ein klarer und kalter Wintertag neigt sich seinem Ende zu. Für den Konvoi jedoch sind es noch ungefähr 4 Stunden Fahrt bis zur polnisch-russischen Grenze. Am Grenzübergang haben wir auch diesmal dank Dolmetscher und hervorragend vorbereiteter Papiere keine Probleme. 2/3 der Gesamtstrecke liegen hinter uns. Nach diesem anstrengenden Tag freuen wir uns auf unser Quartier in Brest. Gut 500 Kilometer trennen uns noch von unserem Zielort, der Grundschule Nummer 2 in Nowosibkow. Nach nur 4 Stunden Schlaf wird die Fahrt über unwegsame Landstraßen wieder aufgenommen. Unser Weg führt uns durch eine monotone und graue Ebene. Rechts und links von der Fahrbahn erstrecken sich Sumpfgebiete und riesige, trostlos wirkende Felder. Als wir gegen Mitternacht dann endlich im Ort eintreffen, ist der Empfang sehr herzlich. Unsere Ankunft ist gut vorbereitet und die LKWs können auf dem Schulgelände geparkt werden. Für die müden Fahrer, Begleiterinnen und Begleiter stehen Unterkünfte bereit. Zum Zeichen der Freundschaft tauschen ein Polizist und ein russischer Milizionär spontan ihre Mützenkokarden. Am nächsten Morgen können wir unsere ersten Eindrücke von Nowosibkow sammeln. Die winterliche Idylle verschleiert nur zum Teil die Probleme der Bevölkerung, die uns an jeder Ecke begegnen. Wir fragen uns, ist die Zeit hier einige Jahrzehnte stehen geblieben? Neben Lenin und anderen ausgedienten Heroen treffen wir auf herzliche und freundliche Menschen. Und natürlich auch auf unsere Kinder. Planmäßig beginnt noch am selben Vormittag die Verteilaktion. LKWs werden an den Hintereingang der Schule herangefahren und eine Menschenkette wird gebildet. Polizisten und ältere Schüler fassen gemeinsam kräftig mit an, um die Lebensmittelpakete in die einzelnen Klassen zu transportieren. Sicher keine leichte Aufgabe, denn ein Paket wiegt 15 Kilo. Verteilt werden die Pakete an alle Kinder dieser städtischen Grundschule. Trotz des Lärms auf den Fluren geht der Unterricht in den Klassen ganz normal weiter. Die Kinder beobachten neugierig, was sich denn da wohl abspielt. Wenn wir uns hier gleich aus dem Staub machen, beginnt hier gleich eine wilde Verteilaktion. Und hier nochmal die Frage an die Lehrerin, wie geht das vor sich? Werden die Namen der Kinder aufgeschrieben und dann nimmt sich jedes Kind ein Paket oder wie ist das geplant? Как вы будете раздавать пакеты? Пакеты тяжелые, дети маленькие, поэтому и сообщим родителям, они получат сами.
Und Pakete sind sehr schwer und die Kinder sind zu klein. Und deshalb werden die Eltern benachrichtigt und sie kommen und holen diese Pakete ab. Zusätzlich zu den Lebensmittelpaketen verteilen wir Tragetaschen mit Schokolade, Keksen und ähnlichen Leckereien an die Schülerinnen und Schüler. Dank Namenslisten verlieren wir auch in diesem Durcheinander nicht den Überblick. Und jedes Kind erhält, wie vorgesehen, eine kleine Überraschung. Am Ende dieses Tages haben wir den ersten Teil unserer Mission erfolgreich beendet. Und viele Kinder gehen an diesem Nachmittag gut gelaunt nach Hause. Am Abend blieb dann noch etwas Zeit für ein kurzes Interview. Wir befinden uns hier in einem Klassenzimmer der städtischen Grundschule in Nowosibirsk. Bei mir ist die Tanja, unsere Übersetzerin, Dolmetscherin. Sie kam extra aus Moskau für uns hierhin, um uns ein bisschen zu unterstützen. Und wir beide sind umzingelt von den Kindern hier der Klassen 4a und b. Die Kinder waren im Herbst 91 in Obersteinbach. Sie wurden damals von der IBM, der Organisation Only for Kids, eingeladen in so eine Art Jugendcamp. Und da wurde gespielt und Spaß gehabt und so weiter. Und damit die Kinder mal so ein bisschen Eindruck bekamen von uns und damit wir auch so ein bisschen Kontakt mit ihnen bekamen damals. Natürlich die erste Frage interessiert uns ganz brennend. Wie hat es euch denn gefallen und was hat besonders Spaß gemacht vor allen Dingen? Maxim, в этом году ты был в Германии. Расскажи нам, что тебе особенно понравилось? Мне все понравилось, но особенно понравилось мне бассейн. Мы очень наплавались и были рады этой поездкой в бассейн. А что вы еще делали? Ходили в походы, в пещере были, на спортплощадку ходили. Es hat mir sehr gut in Obersteinbach gefallen. Wir haben sehr viel Interessantes gesehen und unternommen. Wir sind gewandert, wir sind spazieren gegangen, wir sind geschwommen in einem sehr schönen Schwimmbad und wir haben eine Höhle besichtigt und besonders hat ihm das Schwimmbad gefallen. Und sie haben außerdem sehr viele Geschenke bekommen. Die Kinder sind in Obersteinbach natürlich auch mit deutschen Kindern zusammengekommen und haben dort zusammen gespielt. Und wir möchten jetzt mal wissen, ob sie dort neue Spiele kennengelernt haben oder irgendwas Besonderes gespielt haben oder so etwas. Ja, Vladik, в Обersteinbach ты познакомился со многими немецкими ребятами, и вы вместе играли. Ты узнал какие-нибудь новые игры? Да, я узнал. Это настольный футбол. И я занял первое место по настольному футболу. Ja, natürlich. Wir haben Kicker gespielt und ich habe den ersten Platz im Wettkampf im Kicker belegt. Ja, ich glaube, die Kids sind also wirklich noch voll von den Eindrücken aus Obersteinbach und sie träumen wohl noch alle davon, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ist es nicht so? Wir хотели бы еще раз поехать в Obersteinbach? Ja! Samstag beginnt der zweite Teil unserer Mission. Wir stehen vor der pädagogischen Fachschule von Nowosibirsk und bei mir ist der Sergej. Sergej ist ein Mitarbeiter von uns im Verbindungsbüro in Moskau. Hinter uns werden gerade Pakete in einen Bus eingeladen, die wir hier in der Fachschule gelagert haben. Und der Sergej erklärt uns mal ganz kurz, was mit den Paketen nun passiert. Wir haben hier in Nowosibirsk zuverlässige Studenten und Lehrer ausgesucht und ausgewählt. Und die laden jetzt diese Pakete ein. Die helfen uns, diese Pakete zu verteilen. Wir fahren jetzt zusammen in die kinderreichen und sozial schwachen Familien, die in den Dörfern bei Nowosibirsk wohnen. Und wir werden diese Pakete dort verteilen. Mit einem etwas klapprigen Bus fahren wir über die verschneiten Straßen nach Sinikolowitz, einem kleinen Dorf 15 Kilometer von Nowosibirsk entfernt, und verteilen die persönlich gepackten Pakete, die von IBMern und Freunden dem Transport mitgegeben wurden. Wir treffen auf miserable Lebensbedingungen. In den kleinen Häuschen gibt es kaum ausreichend Platz für eine ganze Familie und sanitäre Einrichtungen fehlen ganz.
Die Kinder reagieren auf unsere Anwesenheit erst ein wenig scheu, zeigen dann aber immer mehr Interesse und öffnen schließlich mutig die ihnen zugedachten Pakete. Die Freude ist groß, wenn auch manch ein Produkt zunächst noch etwas befremdend erscheint. Eine Dolmetscherin erläutert den Kindern den Inhalt und liest ihnen einen beigefügten Brief von einer Familie aus Deutschland vor. Freundschaft und Frieden. Heute ist Montag, unser letzter Tag hier in Nowosibirsk. Alle Hilfsgüter des Only for Kids Konvois sind verteilt. Und bei mir sind die Tanja, der Slava und der Sergej. Und wir sind natürlich alle sehr geschafft in unserem letzten Abend. Und zunächst einmal an alle die Frage, ist denn alles so euren Vorstellungen entsprechend abgelaufen oder gab es beim Verteilen der Pakete Schwierigkeiten oder Komplikationen? Meiner Meinung nach war es so abgelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Alles war sehr gut organisiert, in erster Linie von unseren deutschen Freunden, die sich viel bemüht haben, schon in Deutschland diese Pakete standard zu machen und hierher zu schicken. Und auch von unserer Seite, von der Seite der Schule und der Only for Kids, war die Organisation clever, weil auch die Schüler und Eltern und auch Kinder selber haben uns geholfen beim Verteilung. Wir haben es in 2 Tagen so völlig geschafft. Für den Abend unserer Abreise hat die Grundschule noch ein kleines Fest mit Tanz und Musik extra für uns organisiert. Als Dankeschön vorgetragene Lieder und Gedichte aus russischem Kindermund waren mehr als ein Zeichen der Freundschaft. Manch hartgesottenem Polizist standen die Tränen in den Augen. Die Freude und die gute Stimmung der Kinder sind für uns eine Bestätigung, dass der Only for Kids Hilfstransport neue Hoffnung und Zuversicht in Nowosibirsk hinterlassen hat. Dienstagmorgen treten wir bei Dunkelheit und Schneegestöber unsere Heimreise an. Der Wetterumschwung ist für uns völlig überraschend und wir rechnen mit dem Schlimmsten. Der Schnee fällt so dicht, dass die Fahrer nur mühsam den Weg erkennen können. Wir kommen sehr langsam voran. Erst gegen Mittag lässt das Schneetreiben nach. Wir befinden uns gerade auf unserer Rückreise nach Deutschland. Und gerade wird eine kurze Mittagsrast gehalten. Bei mir sind der Udo Welfens und der Herr Federmann. Zunächst mal eine Frage an Herrn Federmann. Wie sind Sie mit der Fahrt und dem Vorankommen der Fahrzeuge zufrieden? Wir haben heute die Wetterverhältnisse und auch Straßenverhältnisse, mit denen ich eigentlich schon vor Abreise in Wuppertal hier gerechnet habe. Dementsprechend sind natürlich die Fahrzeuge gut ausgerüstet und die Fahrer auch vorbereitet. Und wir haben ja heute Morgen schon gemerkt, die extrem schlechten Straßenverhältnisse haben uns also auch in der Zeitplanung nicht zurückgeworfen. Ich bin vorhin selbst mitgefahren, also selbst gefahren, das ist eines der letzten Fahrzeuge und habe gesehen, dass die Fahrer wirklich zügig fahren, aber trotzdem, also mit mindestens 100%iger Sicherheit, wenn man das so ausdrücken kann. Und wenn das Wetter so bleibt und die Straßenverhältnisse so bleiben, werden wir trotzdem noch unseren Plan einhalten können und heute Abend Brest, ja, vielleicht so gegen 20, 21 Uhr erreichen können. Wie so ein Alter das so sagt, so. Ja, aber heute Morgen im Schneesturm hat die richtig was abgekriegt. Von Gruppe 1. An alle, fertig werden, wir fahren ab. Gruppe 3, Abfahrt bereit. Verstanden. Als wir uns am zweiten Tag unserer Rückreise wieder auf polnischen Straßen befinden, empfängt uns nasskaltes Wetter. Nebel und Regen erschweren das Vorankommen des Konvois und die Landschaft erscheint uns trister denn je. Die Eintönigkeit der Fahrt stimmt uns nachdenklich und viele Bilder der vergangenen Tage gehen uns nicht mehr aus dem Sinn.
Am Abend passieren wir endlich die polnisch-deutsche Grenze und treffen in der uns wohlbekannten Potsdamer Polizeikaserne ein. Nun erst merken wir, wie anstrengend dieser Tag wirklich war. Willi, bleib mal da. Ich habe eine Frage an dich. Nach 18 Stunden Fahrt, wie fühlt man sich da? Rote Augen, kaputt, kaputtes Kreuz. Scheiß fühlt man sich. Ja, man fühlt sich eigentlich so, als wenn man gerade vom Dach runtergeschmissen worden ist, also total fertig. Kaputt, abgeschlafft, trotz einer Erkältung, aber glücklich, das überstanden zu haben. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, morgen endlich in meiner Wanne mich entspannen zu können. Gerädert, aber trotzdem froh, dass sie gut überstanden ist. Donnerstagmorgen werden alle Kräfte noch einmal mobilisiert und wir treten den letzten Abschnitt unserer Heimreise an. Da alle schnell nach Hause wollen, geben die Fahrer tüchtig Gas. In Herford heißt es dann Abschied nehmen. Schade, denn trotz großer Strapazen hat sich für alle Beteiligten der freiwillige Einsatz gelohnt. Der Zusammenhalt in der Gruppe war wirklich super. Und neue Freundschaften nach Russland sind entstanden.